Hey, jetzt ist der Marc im 1. August unser neues CEO. Stimmt, aber viel wissen wir gar noch nicht über ihn. Ja gut, fragen wir ihn doch nächstes Mal einfach, wenn wir ihn sehen. Hallo Marc, hast du kurz Zeit, uns etwas über dich zu erzählen? Ja klar, gerne. Was möchtest du wissen? Stell dich doch mal kurz vor. Mein Name ist Marc Ritter, ich bin 47 Jahre alt, bin seit Ende 2013 bei der AEW Energie AG tätig, habe bisher den Geschäftsbereich Energie verantworten dürfen und darf jetzt ab 1. August die CEO-Rolle übernehmen. Vorher war ich 10 Jahre in Bern tätig bei der BKW AG und bin somit schon über 20 Jahre in der Energiebranche unterwegs. Wo trifft man dich denn am ehesten an, wenn du mal nicht am Arbeiten bist? Das zeige ich euch dann am besten direkt vor Ort. Ich spiele seit 3 Jahren leidenschaftlich Tennis, jetzt aktuell im Club in Teufetal. Ansonsten bin ich sehr gerne am Spielfeldrand von meinem Junior beim Fußball schauen und am Wochenende gehe ich sehr gerne in die Berge im Sommer wie im Winter. Seit 20 Jahren bist du in der Schweiz. Hand aufs Herz. Welche Schweizer Allüre hast du dir bereits angeeignet? Ja, ich glaube, sind die traditionellen Dinge erstmal die ersten Augustfeierlichkeiten, das leckere Essen, Raclette, Fondue und natürlich eine Eigenschaft, die Pünktlichkeit. Und was bringt dich so richtig auf Palme? Ja, ich glaube, auf die Palme ist zu viel gesagt. Aber so Füllwörter wie Malurge oder finde ich spannend, ich glaube, da muss ich mich wirklich noch dran gewöhnen. Du bist bekennender AEW MyHome-Fan und hast das Energiesystem auch privat installiert. Warum eigentlich? Ja, das stimmt. Ich habe die erste Installation vom AEW MyHome-System bei mir zu Hause im Keller ausprobiert. Das MyHome-System integriert den Energieverbrauch und optimiert den Eigenbedarf, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass man eine ganzheitliche Betrachtung hat bei dem Energiesystem. Und wie stehst du zu der Elektromobilität? Steigst du bald um? Ja, Umstieg ist ein gutes Schlagwort. Ich habe mich im Frühjahr dazu entschieden, voll elektrisch unterwegs sein zu wollen und werde es hoffentlich Ende Jahr auch sein. Ich finde den Umstieg von fossil auf elektrische Anwendungen aus Sicht der Umwelt durchaus sinnvoll. Du hast 2 Söhne im Teenie-Alter, die ich schon am Zukunftstag kennenlernen durfte. Dein älterer Sohn war sogar schon im Regionalzentrum schnuppern. Wie unterstützt du sie bei ihrer Berufswahl? Ja, indem ich ihnen möglichst viele Einblicke in die verschiedenen Berufsfunktionen geben kann, sowohl im technischen wie auch im kaufmännischen Bereich. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die AEW Schnuppertage anbietet, wo die Jugendlichen sich selber eine Meinung bilden können und das ja recht früh, um den richtigen Weg einschlagen zu können. Wir kommen langsam zum Abschluss und schwenken ins Berufliche über. Was fasziniert dich eigentlich an der Energiebranche? Ja, die Energiebranche ist ja sehr vielfältig, sei es das Wärmegeschäft oder das Stromgeschäft. Und insbesondere der Strom ist ja heute sehr, sehr wichtig in der Gesellschaft. Ohne Strom läuft gar nichts. Im Gesundheitswesen zum Beispiel, in den Spitälern, ist Strom bei den Operationssälen notwendig. Oder an der Tankstelle oder beim Laden eines Elektroautos ist Strom immer wichtiger. Die AEW Energie AG leistet hier einen sehr, sehr wertvollen und verantwortungsvollen Beitrag für die Gesellschaft. Und das macht mich auch persönlich ganz, ganz stolz, hier einen Beitrag leisten zu dürfen. Wo siehst du die Stärken der AEW? Ja, ganz klar bei der Belegschaft selber. Wir agieren mit einem großen Know-how, mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein und Leidenschaft. Dann finde ich in unserem KMU-Umfeld die Agilität sehr, sehr wichtig. Wir haben kurze Dienstwege, wir können doch rasch Entscheidungen treffen, wenn sie nötig sind. Und das familiäre Umfeld, das vertraute Umfeld ist mir persönlich ebenfalls sehr, sehr wichtig. Was ist dir in der Firmenkultur besonders wichtig? Ja, der vertrauensvolle und offene Umgang mit Respekt gegenseitig. Dabei erwarte ich eigentlich, dass wir uns gegenseitig unterstützen und die Herausforderungen gemeinsam meistern. Das gepaart mit viel Motivation und Eigenverantwortung und einer gewissen Zielstrebigkeit. Wir sind robust aufgestellt und können somit gemeinsam die Zukunft gestalten.